Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Far Cry Primal, wo wir hier diese Winja beschützen müssen. Beim letzten Mal ist uns das nicht hundertprozentig gelungen. Das heißt nicht hundertprozentig, ist es uns halt einfach nicht gelungen, weil da so ein Arsch dabei war, der uns einfach mal weggeknechtet hat. So einer war das nämlich. Der teilt mit seiner Keule unglaublichen Damage aus. Also, selbst wenn wir vollgeladen sind, wir haben ja 6 Lebensbalken. Wenn er da uns einmal trifft, wandern wir da direkt auf quasi null und wir fliegen zu Boden. Und bis wir wieder aufgestanden sind, hat er uns bereits den nächsten Hit verpasst. Und das ist ein bisschen unromantisch. So, wisst ihr heil? Auch ein bisschen Zeug einsammeln. Sie kommen wieder aus dieser Richtung. Erstmal ein bisschen zurückziehen. Da ist er. Der hat uns gekillt das letzte Mal. Toll. So, einer, den der Winja, die wir verteidigen sollten, ist gerade erlegen. Leider kurz vor Schluss. Aber was willst du machen? Einer hat's halt nicht geschafft. So. Wir setzen unsere Reise fort. Immerhin könnten wir weitere 3 Bewohner... Drei Bewohner unserem Dorf hinzuführen. Und ja, wir sind auf dem Weg, um hier nach oben durchzubrechen. Da sind tatsächlich auch noch Leuchtfeuer da oben. Weil wir uns den Blutzahn, der Blutzahn-Mammutjagd, gerne widmen möchten. Dazu setzen wir jetzt einen neuen Wegpunkt, hier nach oben. Aber ich vermute mal, wir müssen, wenn ich das richtig sehe, erstmal hier den Fluss überqueren. Und deshalb nehmen wir hier mal Gas, damit wir diese Flussüberquerung überhaupt noch erstmal finden. Da haben wir ein bisschen Wegpunkt gesetzt und so, ne? So, hier kann man wohl den Fluss überqueren und das sind auch jetzt hier befreundete Einheiten. Was ist da hinten für ein Mist, wie Bären? Komm, lass uns in Ruhe. Wir haben jetzt unsere eigene Bestienjagd am Start. Ja, einfach immer der Straße folgen bis hier oben hin. So. Frühstück. So, das läuft, ja. Nazi, der bitte seltene. Nein, nicht? Okay. Weil wir irgendein Gebäude im Dorf brauchen wir noch dieses seltene
So, da kommen wir gut durch, da kommen wir gut voran. Ja, und dann erreichen wir da jetzt den hohen Norden. Gott sei Dank haben wir in einer der letzten Folgen konnten wir unsere Kleidung noch mal weiter verbessern. Da sind wir jetzt definitiv gewappnet für diesen hohen, hohen, hohen Norden. So, und hier ist in der Tat der Durchgang. Eigentlich, bevor wir uns jetzt dieser Jagd widmen, hätte ich ja gerne hier oben einen Schnellreisepunkt. Und das machen wir auch so. Wir krallen uns zuerst dieses Leuchtfeuer da hinten. Sprich mit den Ninja-Jägern. Nein. Na gut, Wiederherstellungspunkt haben wir, das ist gut, aber ich möchte auch einen Spawnpunkt erst hier oben haben, bevor wir hier oben anfangen, irgendwelche Missionen anzugehen. Vor allem, wenn sie heißen, Blutmammut zähmen, unter den Nagelreisen erobern, wie auch immer. So, da ist das Leuchtfeuer. Hui! Finde es, deutlich besser mit dem Speer zu agieren. Vor allem, uiuiui, bisschen heilen. Vor allem, stirb. Ich finde es besser mit dem Speer zu agieren, während man auf dem Säbelzahn sitzt. Wo ist er denn? Der Typ da mit seinem schweren Hit. Jetzt wird es Nacht, das macht's nicht besser. Tiger, greif den doch auch mal an. Mach doch mal. Stell dich nicht so an. Und der Tiger ist gleich down übrigens. So, den hat er. Friss dich mal ein bisschen satt an dem. Will er nicht. So, und da haben wir jetzt den letzten. Und jetzt ist Feierabend hier. War knapp genug. So. Haben wir gut zusammengearbeitet, haben wir gut gemacht. Da ist Leckerli. Und nun das Leuchtfeuer. Und nun das Leuchtfeuer. Neun von 16 Leuchtfeuer. Okay, und da ist jetzt gerade hier wunderschön Nacht geworden ist. Ja, ihr seht's, wir haben so ein bisschen Vollmond und so. Wir müssten hier da jetzt eigentlich auch mal eine geschmeidige Runde pennen können. Würde es mir lieber wäre, wenn wir hier erstmal das ganze Leichengedönsen alles so ein bisschen beseitigen würden. Aber hier muss ja irgendwo ein Pennplatz sein. Ja. Da muss irgendwo da. Ne, da kann man ausruhen. Das machen wir. Wir sind zwar mittlerweile besser, auch in der Nacht sind wir jetzt mittlerweile ein bisschen besser unterwegs. Aber, naja. Macht schon Sinn, wenn man was sieht.
Okido, wir reiten. Da unten haben wir ein Ereignis. Was für eins denn? Ach du Scheiße. Hey, ab in den Norden. Ja, hier haben wir ein Ereignis, eine Rettung. Komm, die machen wir jetzt noch. Abseilen hier. Abseilen hier, abseilen hier. Ich will ja nicht abseilen, will ja mehr so den unkonventionellen Weg gehen. Oder, naja, oder ist das Abseilen der unkonventionelle Weg oder eher der andere? Na komm, mach noch kalt. Na, noch kalt. Musik hat, du bist ein bisschen lahmarschig geworden in letzter Zeit. Vielleicht brauchst du mal eine Pause. Ja, ja. Wer kreischt denn hier so rum? Toll. Eine unbeteiligte Frau. Und mit der könnten wir jetzt einen Takedown machen. Kann ich die jetzt nicht irgendwie so überreden hier mal? Wer greift mich denn jetzt an hier? Das waren die Vinjas. Unsere Vinjas. Die hier den angegriffen haben. Oh, da unten ist ein Säbelzahn, der bringt die Leute alleine hin. Wir sammeln in der Zeit noch ein bisschen Holz. Ich bin immer noch scharf auf seltenes Nordzedernholz. Und da haben wir einen unbekannten Ort entdeckt. Und einen Fähigkeitenpunkt. Und dieser Fähigkeitenpunkt reicht, um verbessert die Stabilität des Bogens beim Zielen deutlich zu skillen. Was wir tun. Und als nächstes werden wir die Pfeileproduktion ein bisschen ankurbeln. Jetzt da wir unseren Köcher noch fast 50 Pfeile haben. Und diese blauen Kreise, die wir jetzt da unten in der Minimap sehen, müsste sich eventuell ja auf diese Winger Armbänder beziehen, die ich irgendwie ja nicht so fähig bin, die wirklich dann da tatsächlich ausfindig zu machen. Oh, jetzt sind wir schon ein ganz schönes Stück hier gereist in diesem Norden. Wir sind ja schon voll im Zentrum drin. Da oben wäre ein weiterer Außenposten. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass dann dieser Außenposten da oben dieses gesamte Gebiet abdeckt. Ich hätte da jetzt gedacht, dass da eventuell mehr Außenpostengedönse so am rumexistieren ist. Aber nun gut. Wir gehen wieder zurück zu dem Leuchtfeuer. Und widmen uns jetzt diesem, ja, der Bestienmeisterjagd, diesem Blutmammut. Komm mal her. Bleib stehen. Da gehen wir jetzt hin. Wie sich diese Jagd entwickeln wird. Ihr ahnt es, wir sehen das dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr, 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 sehr fürs Zuschauen. Und ja, bis zur nächsten Runde.
Tschüss.